Musik! Wir freuen uns auf Musik! Das ist meine Musikgeste. Lieber Hubertus, wir haben in unserer Show am Ende der Show immer ein musikalisches Highlight. Ja. Immer live gespielt, kein Playback. Und ich freue mich, Ihnen heute. Der ist gut. Ich hab's eben schon gehört. Der ist richtig, richtig gut. Und wir legen Ihnen beide Ihnen ans Herz. Written in Scars heißt dieses wunderbare neue Album, aus dem wir gleich einen Song live performt hören werden. Ein toller Künstler, geboren in London, aufgewachsen in Lugano. Und ein Poesie-Affiner. Er hat als Jugendlicher, während andere Fußball gespielt haben und Drogen konsumiert haben, hat er Gedichte geschrieben. Na, in Lugano ist es auch schön. Bisschen wie Baden-Baden. Und dann kam die Gitarre und dann hat er Musik gemacht. Und wie sich das anhört, das hören wir jetzt. Ich sage, es hört sich echt gut an. Meine Damen und Herren, hier ist er. Live, The Other Side of Love heißt der Titel, ist Jack Sabogatti. The girl alone in her head, the tears after what he said, and the pain alone in the dark, and the fear she carries in her heart. Everybody knows, everybody knows. No, you've ever wanted is the freedom that you lack. And if you find a way to get out, keep on running, don't look back, the other side of side of love, yeah, yeah. The other side of love, oh, the other side of love. We are angels, we are demons, we are children all the same. We are angels, we are demons, children all the same. Oh, we are angels, we are demons, we are children all the same. We are angels, we are demons, we are children all the same. Come mit. Jack Sabogatti, pleasure having you in the show. This will be a world career, I'm sure. Jack Sabogatti, written in Scars, das ist das Album, ich sage. Vielen Dank an Jack und vielen Dank an Hubertus Meyer-Burkhardt. Sein YouTube-Channel demnächst bei YouTube. Nächste Woche bei mir Mike Krüger und Ben Jellier. Auf Wiederfernsehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke.